Lasse Kids, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Tja, das eine Jahr ist zu Ende, ein neues Jahr fängt an. Und im neuen Jahr warten wieder viele, viele tolle Ideen und Folgen von der Rappelkiste auf euch. Und ich würde sagen, ich spann euch gar nicht groß auf die Folter. Wir schauen einfach mal, was die Rappelkiste als erste Folge für uns in diesem Jahr bereithält. Habt ihr Lust? Okay, kommt mit! Ich mag mich irren, aber das ist nicht die Rappelkiste, oder? Sag mal, was ist denn da los? Das sieht ja aus wie ein Reisekoffer. Was ist das? Oh, eine Karte mit einer Muschel. Sieht ja nach Strandurlaub aus. Sollen wir mal schauen, wer uns die geschickt hat? Okay, ich lese euch mal vor. Hallo, liebe Maike. Liebe Grüße aus dem sonnigen Süden. Ich hatte im letzten Jahr so viel zu tun und habe so viele Sachen mit euch gemacht, dass ich nach den Feiertagen und dem vielen Schmuddelwetter der letzten Tage einfach mal abhauen wollte und Urlaub machen musste. Die Rappelkiste macht Urlaub? Ohne mich? Moment. Aber keine Angst. Es gibt ja ganz viele Folgen, die wir schon zusammen gemacht haben. Und ich bin mir sicher, dass ihr noch nicht alle Folgen kennt. Ist das so? Kennt ihr alle Folgen von der Rappelkiste? Also ich glaube, ich kenne schon alle. Wartet. Lasst euch doch einfach mal von Maike zeigen, wie ihr eure Lieblingsfolgen findet oder die Folge, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen erholsamen Urlaub, schöne Ferien und wir sehen uns bald wieder. Liebe Grüße, die Rappelkiste. Tja, ihr Lieben, eine Rappelkistenfolge ohne Rappelkiste, das wird natürlich schwer. Aber die Rappelkiste hat natürlich recht. Es gibt ja schon ganz, ganz viele Folgen. Und vielleicht gibt es ja die eine oder andere Folge, die ihr noch gar nicht kennt. Soll ich euch mal zeigen, wo ihr alle Folgen findet? Okay, passt mal auf. Wenn ihr also auf meinem Kanal Maikes Rappelkiste seid, gibt es oben eine Leiste mit verschiedenen Reitern. Und dort gibt es auch den Reiter Videos. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr zu allen Videos, die es bisher in der Rappelkiste gibt. Vielleicht habt ihr ja aber auch Lieblingsfolgen, dass ihr sagt, ich mag am allerliebsten die Folgen, in denen Maike ein Buch vorliest. Dann schaut doch mal in der Kategorie Playlists nach. Wenn ihr also in meinem Kanal Maikes Rappelkiste ganz oben in der Leiste neben Videos guckt, gibt es einen Button, der heißt Playlists. Und hier findet ihr alle Themen schon sortiert. Sind eure Lieblingsfolgen vielleicht die Folgen mit Socko und Strumpfine? Dann schaut einfach in der Playlist nach Folgen mit Socko und Strumpfine. Na, da bin ich ja erleichtert. Hm?
Oder ihr mögt besonders gerne die Folgen, in denen ihr mitmachen könnt, wie zum Beispiel Fingerspiele. Dann schaut unter Playlist Fingerspiele nach. Der hier sagt, er sei ein Wüstenscheich. Der hier sagt, er sei ein Erfinder. Pille, Palle, Polle, da oben wohnt Frau Holle. Sie schüttelt ihre Kissen aus, dann fallen viele Flocken raus. Da fängt er auch schon an zu schnaufen. Und schleudert uns der Bösewicht den kalten Regen ins Gesicht. Vor dem Tor der großen Stadt sitzt ein Mann, der gar nichts hat. Alle meine Fingerlein wollen heute Tiere sein. Dicke Daumen ist das Schwein mit 5 Ferkeln klitzeklein. Oder ihr mögt es gerne, wenn wir zusammen etwas kochen oder backen. Wie gesagt, ihr könnt Butterkekse nehmen oder wie ich diese Lotuskekse. Das sind die Kekse, die man immer bekommt, wenn man im Café einen Kakao oder einen Kaffee bestellt. Die liebe ich und deshalb mache ich mir die diesmal obendrauf. Schön klein bröseln. Und dann eigentlich nur noch gut verschließen und ab in den Kühlschrank damit. So, unsere Zutaten. Zuerst mal brauchen wir 200 Gramm Haferflocken oder, wenn ihr ein Lieblingsmüsli habt, könnt ihr auch das nehmen. Dann brauchen wir jeweils 100 Gramm gemahlene Haselnüsse und gemahlene Mandeln. Ein wenig Honig zum Süßen. Und wer gerne mag, getrocknete Früchte wie Rosinen oder Cranberries. Außerdem eine reife Banane, die wir erst einmal schön matschig quetschen. Steht schon mal das erste Gerüst. Jetzt fehlt noch die letzte Platte. Oder ihr musiziert gerne. Natürlich gibt es auch eine Kategorie für die Klanggeschichten. Und schon ist es wieder weg. 1 und 2 und 3, hopp, hopp. Rentiere sind im Galopp. Ganz laut tönt es durch die Nacht. Und ich bin davon erwacht. Beim Laufen durch den Schnee knirscht der Boden unter deinen Füßen. Ein kleiner Marienkäfer krabbelt den Stamm herauf. Hier scheint ein Vogel ein Schneebad genommen zu haben. Nach einer Weile wird es Lucy zu warm am Weiher. Sie sucht sich ein schattiges Plätzchen unter einem Apfelbaum und legt sich dort ins weiche Gras. Der Apfelbaum steht schon in voller Blüte. Der Wind bewegt die Äste hin und her und wirft lustige Schatten auf den Boden. Doch nach einer Weile merkst du, dass du ganz kalte Füße hast. Und wenn Lucy den Strauß in der Vase sieht, kann sie sich immer wieder
an diesen schönen Frühlingstag erinnern. Und natürlich gibt es auch extra Playlists zum Thema Folgen mit Titu. Was? Videos? Und mit Folgen mir? Mit Freddy. Ja, Folgen mit mir, ja, ja. Das ist das Lied von der Sieben, der Sieben. Das ist das Lied von der Siebenzahl. Wer sagt, dass ich nicht zählen kann? Ich kann zählen wie ein Hampelmann. Das ist eins, das ist zwei, das ist drei, das ist vier. Und jetzt, hallo Kinder. Ich moderiere jetzt die Rappelkiste. Und was macht Maike so? Ich könnte einen Witz erzählen. Es treffen sich eine Miesmuschel und ein Heilbutt und dann sagt die Miesmuschel, nee, der ging irgendwie anders. Dann esse ich den Teller leer. Für dich bleibt dann gar nichts mehr. Aber Tito, das musst du doch wissen. Also, was machst du denn sonst bitte im Sommer? Du machst ja wohl keinen Winterschlaf im Sommer, oder? Nein, natürlich nicht. Also bevor der Herbst kommt, bereite ich mich auf den Herbst vor. Ja, da gibt es ja so viel zu tun. Ich muss ziemlich viel fressen, sonst habe ich ja im Winter nicht genug Winterspeck. Sie pusten und prusten, sie gucken und schlucken, sie schmalzen und schmecken, lecken und schlecken den Zipfel. Der Zapfel, der Kipfel, der Kapfel, der knusprige Apfel. Oh, es klingelt. Das ist ja Maike. Oder geht besser, glaube ich, mal dran. Was? Freddy, bist du das? Ja. Freddy, was sagst du denn da? Ach, Weihnachten ist einfach nur Humbug. Wie kannst du denn sagen, dass Weihnachten Humbug ist? Weihnachten ist doch wunderschön. Nein, nein und nochmal nein. Außerdem habe ich die Folgen sortiert nach Jahreszeiten. Also alles zum Thema Frühling ist in einer Playlist, alles zum Thema Winter und natürlich auch alles zum Thema Weihnachten. Klickt euch doch einfach mal durch die Playlists durch. Ich bin mir sicher, ihr findet etwas, das ihr noch nicht kennt. Tja, und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch schöne Restferien und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Hoffentlich auch wieder mit Rappelkiste. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.